Wenn du mich fragen würdest, wie sich denn Jurassic Park wirklich definiert, beziehungsweise was denn so ein Grund ist, diese Filme im Kino anzuschauen, könnte ich dir genau zwei Gründe nennen. Zum einen natürlich die Dinosaurier, zum anderen die Tode. Gerade was die Tode angeht, ist das Jurassic-Franchise extrem kreativ. Es gibt Tode auf dem Klo, Tode im Auto, extrem heftige Tode in einem riesengroßen Pool mit einem riesengroßen Fisch, also wirklich die Tode im Jurassic-Franchise generell sind einfach unfassbar kreativ. Und vor allem sind sie in der Regel noch eins, nämlich endgültig. Das trifft aber nicht auf diesen Tod im Video zu. Wir besprechen heute, warum Billy oder eher wie Billy in Jurassic Park 3 überleben könnte. Viel Spaß mit dem Video. Bevor das Video losgeht, möchte ich noch den Personen danken, die sich dazu entschieden haben, Mitglied auf diesem Kanal zu werden. Alle Mitglieder des Kanals Unknown Kaijuverse werden in Zukunft exklusiven Content bekommen in Form von Vlogs oder eben allem anderen möglichen Kram abseits des Themas Jurassic World, Jurassic Park oder eben Godzilla. Als kleines Beispiel, im August habe ich einen Fallschirmsprung vor mir. Da scheiße ich mir jetzt schon in die Hose. Das wird zum Beispiel eins der zahlreichen exklusiven Content-Videos sein, die ihr auf diesem Kanal als Mitglied sehen können werdet. Vielen Dank, dass ihr den Kanal mit eurer Mitgliedschaft unterstützt. Exklusive Content startet nächste Woche. Switchen wir jetzt mal wieder zurück zum Thema Jurassic Park 3. Und ja, es ist schon wieder Jurassic Park 3, denn die Fragen zu diesem Film sind irgendwie massig. Und ich kann schon mal ganz kurz ankündigen, ich habe mir jetzt sämtliche Theorien, ehemaligen Skripteinträge, verfrühte Drehbücher oder auch nur Gerüchte geschnappt und habe angefangen, also aus diesen ganzen Schnipseln habe ich ein Drehbuch zusammengeschrieben, wie ein Jurassic Park 3 hätte aussehen können. Das Video ist ein bisschen anspruchsvoller, deswegen dauert das auch ein bisschen länger. Ihr werdet es mir nachsehen, dass jetzt eben nicht mehr jeden Tag Content kommt, bis dann eben das ein oder andere Projekt abgehakt sind. Aktuell stehen noch 3 Projekte aus, die dann ein bisschen aufwendiger sind. Zum einen eben das neue Drehbuch von Jurassic Park, das ich mir dann da selber zusammengedichtet habe. Zum anderen bekommt ihr ein ganz spezielles Video mit der Deutschen Paläontologengesellschaft, in dem ein echter Paläontologe eure Fragen beantwortet. Das kommt noch, wir sind dabei. Ich schätze mal, das Ganze wird so Mitte Juli hochgeladen werden können. Das dritte Projekt halte ich erstmal noch geheim, weil ich nicht ganz genau weiß, wie das umsetzbar ist, aber es ist auf jeden Fall noch was Drittes in Planung. Jetzt habe ich wieder sehr viel geschwafelt, ohne wirklich zum Punkt zu kommen. Wir machen aber jetzt sofort weiter mit dem eigentlichen Thema. Billy ist mit einer der Hauptcharaktere aus Jurassic Park 3 und irgendwie so der Sidekick von Dr. Alan Grant. Also wir kannten ihn vorher nicht. Billy war nicht in Jurassic Park 1, auch nicht in Jurassic Park 2 mit dabei. Aber irgendwie scheinen Alan Grant und Billy schon so eine Connection zu haben. Die scheinen sich also zu kennen. Ist ja auch vollkommen cool, weil ich meine, zwischen Jurassic Park 1 und Jurassic Park 3. Es sind ja auch immerhin 8 Jahre vergangen. Es müssten 8 Jahre sein, bin ich der Meinung. Und in dieser Zeit werden sich die beiden wohl kennengelernt haben. Billy fliegt also mit Dr. Alan Grant auf die Isla Sorna zusammen mit den Kirbys, weil sie da eben eigentlich mehr oder weniger gelinkt wurden, um nach Ben Hildebrand und Eric zu suchen. Übrigens zum Thema Ben Hildebrand habe ich dir auch schon mal ein Video gemacht. Das habe ich dir gerade mal hier oben verlinkt. In diesem Video erfährst du, warum Ben oder eher wie Ben wirklich gestorben ist. Relativ zum Ende zu Jurassic Park 3 hin sehen wir dann, wie Billy sich eigentlich selbstlos opfert, beziehungsweise er rettet Eric und den Rest der Gruppe, indem er die Pteranodon ablenkt und auch noch schreit, verschwindet, verschwindet, und die Pteranodon stürzen sich auf ihn drauf und wir sehen nur noch, wie er in der reißenden Strömung verschwindet. Und wir gehen als Zuschauer davon aus, dass Billy tot ist. Und das ist eigentlich eine ziemlich dramatische Szene, denn Billy ist kein schlechter Kerl gewesen. Wir bekommen kurz davor noch mit, dass sich Alan und Billy so ein bisschen kappeln, weil Billy auf die dumme Idee gekommen ist, Raptoreneier zu klauen. Allerdings macht er das nicht irgendwie aus Eigennutz. Nein, er möchte damit die gesamte Paläontologenarbeit und Ausgrabungsstätten, an denen Dr. Alan Grant und eben Billy arbeiten, finanzieren und da eben ein bisschen Geld reinbringen. Das heißt, die Aussage, die wir kurz darauf von Alan bekommen, von wegen, Billy, Sie sind nicht anders als die Typen, die diesen Laden hier erschaffen haben, wo er eigentlich auf John Hammond anspielt, ist meiner Meinung nach gar nicht mal so verkehrt, denn auch John Hammond wollte den Leuten etwas geben. Er hat einfach nur nicht weit genug gedacht, dass es auch in die Hose gehen kann. Ähnlich war das auch bei Billy, da hat so das Vorausschauen einfach gefehlt. Und das hat ihn so ein bisschen naiv wirken lassen. Trotzdem war er eigentlich ein guter Kerl und hat diesen Tod nicht verdient. Jetzt kommen wir zum großen Clou an der Sache. Billy stirbt nämlich auch gar nicht. Ganz zum Schluss sehen wir nämlich, wie er von den Marines und von der Navy und wer da alles aus dem Wasser rausgeschossen bekommt, scheinbar gerettet wurde. Er liegt zumindest in einem dieser Helikopter auf einer Trage und wurde auch schon längst versorgt. Und die Frage ist jetzt hier, wie hat Billy das geschafft? Ich habe mir Theorien zu dieser Frage durchgelesen und eine davon, oder eigentlich die gängigste davon, ist, dass Billy wohl diesen Fluss abwärts getrieben ist, irgendwann ans Meer gekommen ist und da wurde er dann eben von den Marines gerettet, die dann irgendwie die Vögel abgeschossen haben oder ähnliches. Die Theorie kann ich hiermit irgendwie nicht unterstützen. Es fällt mir schwer, wenn ich jetzt irgendeinen Denkfehler habe, was vorkommen soll,
öfter. Schreibt mir das in die Kommentare unten rein. Aber wir sehen diesen ganzen, das ganze Szenario mit Billy und eben auch dem Tyrannodon spielt ja zum Anbruch der Dunkelheit. Es kann auch einfach sein, dass das Szenario von dem Tyrannodon einfach nur sehr dunkel ist, weil da eben der ganze Nebel im Raum ist. Nein, ich meine, es wäre sogar nicht mal nachts gewesen. Wir sehen dann ja später noch, wie Alan und Co. auf dem Schiff wegtuckern und dann kommt ja dieser Brachiosaurus nochmal an und sie unterhalten sich nochmal alle über Billy. Das Ding ist eben, dass daraufhin aber noch die Spinosaurus-Szene kommt und die spielt ja definitiv im Dunkeln, also nachts. Billy hätte also stundenlang durch diesen Fluss treiben müssen, um dann ganz zum Schluss vor den Navies aufzutauchen. Die Pteranodon hätten ihn stundenlang bearbeiten müssen, bis diese aufgetaucht wären und ihn dann schließlich gerettet hätten. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich da für Schwierigkeiten mit dieser Logik habe, weil, naja, er wird tagsüber angegriffen und dann haben wir nachts und am nächsten Tag kommt die Navy ja erst am Strand an. Das heißt, die Navy kann ihn theoretisch nicht gerettet haben. So sehe ich das zumindest. Es sei denn, die haben wirklich im Wasser gewartet, bis jemand am Strand auftaucht und haben dann gesagt, jetzt kommen wir aus dem Wasser und schreien Überraschung, wie so eine Stripperin aus der Geburtstagstorte. Eine weitere Theorie geht davon aus, dass Billy relativ schnell ins Meer getrieben wurde und deswegen unter Wasser tauchen konnte. Auch hier muss ich sagen, weiß ich eben nicht. Wir sehen ja in Jurassic World, dass zumindest diese kleinen Flugsaurier, ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber die können ja auf jeden Fall tauchen. Und die Pteranodon werden das genauso können, das heißt, sie hätten einfach unter Wasser schießen und Billy wieder rausholen können. Irgendwie muss es Billy also gelungen sein, sich von diesen Vögeln loszureißen. Wenn man die Frage, wie hat Billy jetzt überlebt, einfach mal bei Google eingibt, zumindest auf Englisch, How did Billy survive Jurassic Park 3, bekommen wir folgende Antwort. Es ist unbekannt, wie er überlebt hat, aber es kann davon ausgegangen werden, dass er flussabwärts gespült und von der Rettungsmannschaft gefunden wurde. Wie gesagt, hier habe ich meine Schwierigkeiten mit, weil eben Tag und Nacht des Der müsste ja ewig lang dann diesen Bach runtergedümpelt sein. Also habe ich mal weiter recherchiert, was kann denn plausibel passiert sein, dass Billy schwer verletzt überlebt hat? Und die Antwort ist eigentlich relativ simpel. Des Weiteren sollten wir auch berücksichtigen, dass Billy im ursprünglichen Skript sterben sollte. Also Billy war eigentlich als tot geschrieben. Die Entscheidung, ihn doch noch am Leben zu lassen, war sehr wahrscheinlich einfach kurzfristig gewesen, um so einen schönen Oha-Effekt zu machen. Oder so ein schönes, ach Gott, er lebt noch, cool. Das heißt, diese Stelle muss nicht zwingend im Skript drin gestanden haben, weil nochmal ursprünglich im Originalskript, zu dem komme ich auch noch in einem anderen Video, sollte Billy sterben. Also wieder einmal haben wir jetzt hier den Fall, dass es einfach nur ein Effekt erwirken sollte. Es gibt keine offizielle Antwort, nicht vom Regisseur oder von irgendjemandem. Der Regisseur hat eben nur betont, ja, er sollte ursprünglich im Skript sterben. Meiner Meinung nach wäre das auch irgendwie dramatischer gewesen, nachdem Alan ihm einfach an den Kopf wirft, dass er ein schrecklicher Mensch ist, wenn er danach gestorben wäre. Man hat sich aber dazu entschieden, ihn wiederzuholen. Warum ist auch vollkommen wurscht, es geht nur darum, wie hat Billy denn überleben können? Und hier bin ich auch auf eine Fantheorie gestoßen, die sich so ein bisschen sachlicher mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Ich habe mir gedacht, das würde eigentlich so passen, das macht irgendwie Sinn. Wir sehen ja, wie Billy ganz zum Schluss weggespült wird und die Pteranodon picken noch an seinem Fleisch rum. Das alles passiert aber noch innerhalb der Kuppel, also innerhalb des Vogelkäfigs. Im späteren Verlauf dieser Vogelkäfig-Szene sehen wir, wie Alan und Mr. Kirby waren es, meine ich gewesen, unter dem Vogelkäfig durchtauchen können. Das schafft dann der Pteranodon aber eben nicht. Also er hängt dann weiter an diesem Netz fest und kommt nicht unten durch. Diese Theorie besagt ganz einfach, dass so ein Loch quasi unterhalb des Vogelkäfigs auch auf der anderen Seite wäre. Das heißt, Billy wäre einfach unter dem Vogelkäfig durchgeschwemmt worden. Während die Pteranodons noch an ihm rumgepickt haben, auf einmal wurde er durch das Loch durchgeschwemmt und die Vögel kamen nicht mehr hinterher. So ist er eben dann schwer verletzt irgendwie an die Küste gespült worden und musste dann da mehrere Stunden überleben, bis dann erst die Navy eingetroffen ist und ihn eben so gerettet hat. Wie gesagt, das Ganze wurde nie offiziell bestätigt, aber ich finde, es macht einfach irgendwie Sinn. Ich meine, wenn wir auf der einen Seite doch sehen, dass da unten durch irgendwie ein Ausgang ist, zumindest für, naja, Lebewesen, die schwimmen können, dann macht es Sinn, dass es auch auf der anderen Seite sowas gibt. Also zumindest wäre es nicht unwahrscheinlich, weil die Szene eben, wie gesagt, sich im Vogelkäfig noch abspielt. Das ist also jetzt meine offizielle Lösung, die ich dir hier so preisgeben kann, was für mich auch am meisten Sinn macht. Billy wurde also, als er von dem Tyrannodon angegriffen wurde, aus dem Käfig rausgespült und hat dann Stunden später, wurde er dann eben von den Soldaten, von der Rettungsmannschaft gerettet und versorgt. Es mag weiterhin fraglich sein, warum die dann aber erst später aus dem Wasser rausschießen und ey, Jurassic Park 3, die ganze Produktion war ein Riesenchaos gewesen. Es ist teilweise wirklich schwer, sich auch selber ein Bild davon zu machen, wie das alles Sinn machen könnte. Wie gesagt, ich arbeite aber schon dran, dass ihr bald meine Version von Jurassic Park 3 hier auf diesem Kanal sehen könnt, die ich anhand der wirklich ursprünglichen Skripte oder eben auch Fantheorien, alles, was wir auf dem Kanal hier bearbeitet haben, zusammengesetzt habe. Jetzt ist deine Meinung gefragt. Würde das Sinn machen? Wäre das nicht einfach das Plausibelste, dass Billy da unten durchgerutscht ist und eben die
Tyranno noch nicht mehr hinterhergekommen sind? Meiner Meinung nach ja, sag mir jetzt deine Meinung. Und damit bin ich auch schon wieder raus mit diesem Video für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, ich habe dir die Antwort ein bisschen schmackhafter machen können. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.